54. Kapitel Angel war völlig durcheinander. Die Besucher, die umherstanden, Sekt tranken, redeten und sich die Bilder anschauten, nahm er wie in einem Fiebertraum wahr. Die Angst, seinem Vater zu begegnen, saß wie ein Alp auf seiner Brust. Ich möchte gehen, sagte er und sah Wolfgang, flehend an. Nichts da, ich bin doch gerade erst gekommen. Ich möchte mit dir feiern, und ich will warten, bis das Buffet eröffnet ist. Das darf ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Endlich so viel essen, wie ich will. Er zog Angel zur Bar und ließ sich noch zwei Sekt einschenken. Zum Glück war dieser Martin endlich beschäftigt, und er hatte Angel für sich allein. Kurz blickte er zu der kleinen Bühne und nahm neidvoll die langen sehnigen Muskeln unter Martins tätowierter Haut wahr. Wie eine moderne Adonisfigur stand er auf dem Podest. Kein Wunder, dass Angel auf den Typen stand. So wie der posiert, bleibt bei seinem Anblick sicher kein Frauenöschen trocken, entfuhr es Wolfgang. Angel folgte seinem Blick und grinste. Kann schon sein. Damit habe ich null Erfahrung. Aber du hast recht. Valerie hat einen echt guten Geschmack. Wolfgang schnaufte verächtlich. Das kann man sehen, wie man will. Deine Fotos sind auf jeden Fall klasse. Danke. Aber irgendwie macht mich das jetzt verlegen, weißt du? Wolfgang grinste. Wieso denn das? Du weißt doch, ich bin Künstler. Ich sehe das alles durch den Filter der Kunst. Das beruhigt mich ungemein. Ich hatte schon Angst, du verwehrst mir den Zutritt zu deiner Wohnung. Wie? Du bleibst nicht bei Martin? Wolfgang war so überrascht, dass ihm gar nicht bewusst war, dass er den sonst als Sargschläfer und Bombenleger betitelten das erste Mal bei seinem richtigen Namen genannt hatte. Na ja, ich möchte keinen von euch überstrapazieren. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich schon ab und an noch deinen Fußboden in Beschlag nehmen. Nichts lieber als das. Meinen Fußboden, meine Wohnung, mein Herz, rutschte es Wolfgang raus, bevor er es verhindern konnte. Und den Blick, den er folgen ließ, Zeigte, dass dies mehr als nur dahingesagte Worte waren. Angels Reaktion erfolgte auch prompt so, wie er befürchtet hatte. Ich, ich muss mal kurz, stotterte er und stolperte Richtung Toiletten. Scheiße, stöhnte Wolfgang. Nun hatte er sich mit diesem unbedachten Satz nicht nur zum Deppen des Tages gekrönt, er hatte den Jungen auch so verschreckt, dass er sofort das Weite suchte. Was war nur in ihn gefahren? Hatte er in seinem Leben denn gar nichts mehr unter Kontrolle? Während er Martin mit Blicken, die an Giftpfeile erinnerten, beschoss, überlegte er, wie viel Zeit er Angel geben sollte, bevor er ihm folgen konnte. Er hatte keine Ahnung, wie er seinen Ausrutscher gerade rücken konnte. Und ob er das gerade Gesagte überhaupt zurücknehmen sollte.